Ja, herzlich willkommen bei uns in den Geistesblüten. Wir freuen uns, dass Sie alle gekommen sind. Sie wissen ja, 17 Monate lang war die Sichtbarkeit von Kultur ganz schön heruntergefahren. Und dann passieren gleich viele Dinge gleichsam, wie in unserem Fall. Sie haben im Hintergrund etwas italienische Musik, lassen Sie sich darauf ein, aber hören Sie bitte vor allem Antje Ravik-Strubel zu, weil wir uns natürlich freuen, dass wir auch unseren Teil zur Sichtbarkeit von Kultur geben und leisten können, durch unsere kuratierte Buchhandlung, durch Ausstellungen, durch Lesungen und durch die Unterstützung von Autoren und Autoren und Verlagen. Ich hatte vorne an der Tür den Eindruck, dass viele Antje Ravik-Strubel schon kennen, aber das ist so, als würden wir vielleicht doch unter uns jemanden haben, der Suaheli spricht, die Suaheli spricht. Deswegen übersetze ich Antje Ravik-Strubel für alle, die sie bisher noch nicht kennen. Antje Ravik-Strubel ist Potsdamerin. Sie ist da geboren, sie lebt da auch heute. Sie hat nach einer Buchhandelslehre Amerikanistik, Literaturwissenschaften und Psychologie studiert in Potsdam, aber auch an der Universität in New York. Sie hat vor etwa genau 20 Jahren ihren ersten Literaturpreis gewonnen. Und diese Auszeichnung, der Ernst-Willner-Preis, ist ein Preis, den die deutschen Verlage zusammen gestiftet haben, der während der Literaturtage in Klagenfurt vergeben wurde. Und dieser Roman, der damals ausgezeichnet wurde, heißt Unterm Schnee. Ein Roman, über den wir heute, abgesehen vom neuen Buch, sicher das ein oder andere Mal auch nochmal sprechen werden. Es folgten Fremdgehen, ein Nachtstück, Tupolev 134, Kältere Schichten der Luft, der 2017 in Leipzig für den Preis der Buchmesse nominiert war und mit dem Rheingau-Literaturpreis und dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet wurde. Ihr Ödipus-Roman Sturz der Tage in die Nacht stand 2011 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. 2019, Antje Ravik-Strubel wimmelt nur so von Preisen, wurde sie mit dem Preis der Deutschen Literaturhäuser ausgezeichnet. Und ich hatte vorhin von Suaheli gesprochen. Suaheli kann Antje nicht, aber sie ist Übersetzerin. Und wenn es um Übersetzung geht und wirklich um gelungene, detailgenaue Übersetzungen, dann fällt auch immer wieder ihr Name. Sie ist die deutsche Stimme von Lina Anderson, von Lucia Berlin, von Virginia Woolf und natürlich Joan Didion. Wir haben uns gefreut, wie Sie vielleicht auch, aber noch zwei andere, die direkt am Buch beteiligt waren und die ich in dem Moment begrüßen möchte, bevor wir alle Antje Ravik-Strubel begrüßen. Das ist einmal Sif Publitz, die verlegerische Geschäftsführerin der S. Fischer Verlage, und natürlich Oliver Vogel. Oliver Vogel hat den Roman mitlektoriert, und aber jetzt begrüßen Sie Antje Ravik-Strubel. Herzlichen Glückwunsch von uns. Wir haben uns natürlich gefreut. Wir haben deine Lesung zusammen vereinbart. Da wussten wir schon, dass du nominiert werden würdest, weil wir es im Herzen trugen. Aber offiziell war es natürlich dann erst einige Tage, fast einige Wochen später der Fall. Wir wollten dich und Sie alle anderen beeindrucken, dass wir heute natürlich auch mit Antje auch unser neues Magazin vorstellen. Die Geistesblüten erscheinen bei uns halbjährlich. Die machen Mark Even und ich allein. Aber nur das nochmal am Rande. Es ist dieses Jahr etwas, was so gesehen eigentlich noch nie passiert ist. Es gibt eine Papierknappheit in Deutschland. Wir haben rechtzeitig Papier geordert, aber man wird natürlich geschoben, weil wir doch andere Stückzahlen drucken als Verlage, die hier im Raum sind. Und somit können wir dir das Magazin, für das Antje uns ein exklusives Essay schrieb, leider erst in 10 Tagen zeigen. Schicken wir dir dann zu, oder du holst es wie auch jeden Donnerstag bei uns dann ab mit den Büchern, die du so gerne bei uns holst. aber lass uns gleich loslegen. Ich hatte Unterm Schnee schon angesprochen, der neue Roman heißt Blaue Frau. Deine Hauptfigur, Adina Szajbal, wuchs als Teenager im tschechischen Riesengebirge auf, in einem Ort, Hararov. Es ist ein Skiurlaubsgebiet, die Touristen strömen. Und Adina war noch sehr jung, da arbeitete sie dort an einem Glühweinstand. Also man kann sich vorstellen, was sie als junge Frau sich dort anhören musste. Den Ort und Adina treffen Leserinnen und Leser deiner Romane nicht das erste Mal. Den Roman Unterm Schnee spielte genau dort. Du hast damals ein Frauenpaar dorthin geschickt. Efi und Vera verbrachten ihren Skiurlaub dort, und für sie war im Grunde genommen alles zu spät. Die Beziehung war schon am Bröseln. Sie merkten diese Stillstandmomente vor allem daran, dass selbst die Skilifte nicht mehr fuhren. Adina war eine Nebenfigur. Jetzt ist sie 20 Jahre später zurück.
Wie kommt es, dass wir Sie jetzt wieder treffen dürfen? Ja, Adina hat mich nicht losgelassen. Also das ist zwar tatsächlich 20 Jahre her, aber zwischendurch habe ich mich immer gefragt, was aus ihr eigentlich geworden sein könnte. Also die war irgendwie eine interessante Figur. Die war zwar, also es ist ein Episodenroman und sie hat nur eine Episode abgekriegt in diesem Buch, aber die war irgendwie interessant. Die war der letzte Teenager in diesem Skiort. Das spielt Mitte der 90er Jahre an der deutsch-tschechischen Grenze, also dann schon auf der tschechischen Seite. Und damals hat mich dieser Ort interessiert aufgrund der Veränderungen nach der Wende, also wie sich dieser Ort verändert. Und ich wollte diese Leute da ein bisschen genauer angucken. Und Adina ist eigentlich nur in Chatrooms unterwegs. Sie hat keine Freunde, weil sie halt, da ist halt niemand in ihres Alters mehr. Und sie ist in Chatrooms unterwegs und nennt sich der letzte Mohikaner, also so wie der letzte Teenager in diesem Ort. Und ja, fand ich es traurig, die da irgendwie in dieser einen Episode nur reingequetscht zu haben und wollte sie wieder rausholen. Und die ist jetzt nicht 20 Jahre älter geworden, weil die Lebenszeit vergeht ja manchmal etwas anders als die literarische Zeit. Die ist nur 8 Jahre älter geworden, die ist jetzt 20. Aber ich habe 8 Jahre an diesem Roman gearbeitet, von daher passt es dann auch wieder. Also sie ist 8 Jahre älter geworden und 20 und dann schafft sie es endlich aus diesem Harachov, aus diesem Ort wegzugehen. Also sie wollte die ganze Zeit weg, aber dann ist sie alt genug und hat auch genug Geld gespart und bricht auf. Es bietet sich ja regelrecht an, mit dir darüber zu sprechen, wie du als Autorin mit deinen Figuren umgehst. Du hältst sie definitiv nicht etwa flach auf dem Papier, sondern du scheinst sie ja regelrecht mit in den Alltag zu nehmen. Sowas wünschen wir uns als Leser von Romanen ja immer, dass Autoren im Regelfall wirklich hausen, leben, wie sie ihre Romane einrichten. Adina, hat sie sich tatsächlich in deinen Alltag eingemischt? Hat sie sich zurückgemeldet oder war es nur an dem, dass du gesagt hast, diese Episode war mir zu wenig? Oder saß sie eines Tages mit am Frühstückstisch? Naja, das würde ein bisschen weit gehen. Also ich wünschte mir auch, die würde da tatsächlich sitzen, aber ich glaube, ich hab gemerkt, als ich überlegt habe, was aus ihr geworden sein könnte, das kann ich mir nicht abstrakt überlegen. Also ich kann nicht irgendwie so denken, ja, was könnte die denn jetzt machen und so weiter, dann gibt es so viele Möglichkeiten, das ist unmöglich. Also ich muss eigentlich wieder in diese Sprache reingehen, in der ich sie erfunden habe. Und in dem Moment, wo ich wieder in diese Sprache eintauche, dann kann ich mich wieder auf sie zuschreiben und dann kriege ich sie zu fassen. Also meine Figuren sind jetzt, die sind zwar lebendig, aber sie sind für mich lebendig über das Sprechen, nicht so sehr über, dass ich jetzt irgendwie mit so einer Schattengestalt interagiere oder so, sondern ich höre die sprechen. Und als ich in Helsinki war, ein halbes Jahr, habe ich die halt in meiner Plattenbauwohnung, in der ich wohnte, sprechen gehört. Und dann war klar, die ist in dieser Plattenbauwohnung, da wo ich auch wohne. Aber nicht ja, in diesem Schattenmoment, sondern sprachlich. Lass uns eine Sache nochmal rausgreifen aus dem Essay, das du für uns geschrieben hast. In dem verrätst du, dass natürlich Autoren auch gefragt werden seitens der Verlage, deine Romane laufen gut, wir machen mit dir das nächste Buch. Der Verlag hat vielleicht im Vorhinein sowieso den Vertrag schon ausgehandelt, ohne den nächsten Plot zu kennen. Und dem Essay nach hast du in deinem Verlag gesagt, ich schreibe einen Roman im Augenblick über eine Frau, die es auch nach Seitenzahl X nicht aus ihrer Wohnung in dem Plattenhausbau rausgeschafft hat. Und du hast also offensichtlich in große, konsternierte Augen geguckt. Und naja, der Verlag war jetzt nicht so begeistert. Also ich meine, eine Frau, die im Plattenbau ist und irgendwie seitenlang nicht rauskommt, ist jetzt nicht so aufregend. Zu den Stimmen, die du gehört hast, gehört die Stimme der titelgebenden Figur. Es ist nicht Adina, die blaue Frau, ist eine Figur, die im Buch wiederkehrend auftaucht, die du gehört hast. Bevor du uns vielleicht erklärst, um wen es sich bei der blauen Frau handelt, kannst du vielleicht auch mit wenigen Worten auf das Cover des Romans eingehen. Es gibt ja Cover, die allen auffallen, weil sie besonders originell sind. Zu denen würde ich sagen, zählt tatsächlich dein Cover, weil es ist ja weder blau noch zeigt es eine Frau. Vielleicht kannst du uns noch etwas zum Entstehen deines Covers sagen. Aber würde man doch auch nicht wollen. Es ist ja nicht der rote Hahn auf rotem Grund, aber vielleicht kannst du uns kurz erklären, warum ihr euch für dieses Cover entschieden habt. Ansonsten gebe ich natürlich auch die Fragen an Verlagsmitarbeiter weiter. Oder ja, genau, wir machen das unter uns. Und bitte vielleicht auch noch mit einigen Worten sagen, wer ist die blaue Frau? Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern soll. Also es gab schon andere Entwürfe vorher, die jetzt nicht ganz so gelungen waren. Oder sagen wir mal, das allererste ist ja oft so bei so einem Cover,
dass man sich so annähert. Was kann man mit diesem, was kann man da irgendwie rausholen aus diesem Buch? Und also für mich war von vornherein klar, da darf halt nicht, darf irgendwie keine Frau drauf, weil diese blaue Frau ist so unspezifisch. Also die ist jetzt, also wenn ich dann ein tatsächliches Gesicht einer Frau drauf habe, dann denken 90% der LeserInnen, dass das ist nicht meine blaue Frau, die ich da auf dem Cover sehe. Und meine als Autorin ist es wahrscheinlich schon gar nicht. So, und deswegen war das irgendwie klar, das darf jetzt keine Frau da drauf sein. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, dass es ja in, oder ich finde ein Monument in Helsinki sehr schön, das ist das Sibelius-Monument. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das steht so auf dem Felsen, das sieht total toll aus. So ein silberne, es sind, weiß ich nicht, wie viele silberne Pfeifen. Und der Witz ist, dass es ganz schwer eigentlich ist von der Machart, aber dass es aussieht wie so eine Federwolke, und als würde es schweben. Und das fand ich schon immer total schön. Und das ist jetzt eigentlich dieses Cover geworden, was man, wenn man dieses Monument nicht kennt, nicht unbedingt sofort sieht. Also das sind diese Pfeifen, in die man so von unten rein fotografiert. Und das fand ich irgendwie eine tolle Idee. Und dann ist klar, dass das gab es in Blau und in Rot. Und ist ja klar, dass man Rot nimmt, weil dann eine Dissonanz entsteht und sofort die Frage entsteht, wieso ist denn das nicht blau? Die blaue Frau, die kann man nicht rufen. Und du hast dieses Stichwort gerade gegeben. Wir würden sie uns, und wir stellen sie uns, wenn wir sie gleich hören, sicherlich auch alle anders vor, weil es ist kaum jemand so individuell wahrnehmbar wie die blaue Frau. Sie bleibt bei Adina, sie taucht mit Adina auf, aber sie kommt halt nicht auf Pfiff. Sie ist, sobald sie auftaucht, muss die Erzählung innehalten. Und besser noch, als dass man sie beschreibt, hört man sie lieber. Und vielleicht kannst du ein paar Sequenzen Blaue Frau lesen. Ja, die Blaue Frau, die entzieht sich immer wieder. Also die ist nicht so einfach zu fassen. Aber deswegen ist sie eigentlich auch hochinteressant. Und mir ist sie an einem Seglerhafen in Helsinki begegnet, und ich lese Ihnen einfach die erste Begegnung vor. Auf den Felsen am Ufer, jenseits der Birken, am Ende der Bucht, erscheint die blaue Frau. Sie ist so deutlich, dass ihre Gestalt alles überstrahlt. Das Licht fällt scharf auf die Felsen. Hinter den Felsen liegt Schotter, der zu schwarzen Wegen aufgeschüttet wurde, um das Wasser zurückzuhalten. Dort, wo kein Schotter liegt, ist der Untergrund weich und schlammig, durchwebt vom Wasser, das mit den Flussläufen aus den höher gelegenen Sümpfen und Moorwiesen des Umlands in die Stadt hineinströmt, in unzähligen Rinnsalen hin zum Meer. Das Wasser schwemmt die Moose auf, nährt Blaubeeren, Sumpfporst und Farne, versickert im Uferschlamm, dringt durch die Risse im Stein und steht knapp unterhalb des Asphalts der Straßen. Der Regen bringt es mit. Und das Meer, das gegen die Hafenbefestigung rollt, treibt es zurück an Land. Die blaue Frau kommt langsam näher. Sie betritt die Einfriedung des kleinen Seglerhafens. Sie steigt über die rostigen Schienen, auf denen die Boote zum Einwintern hochgezogen werden. Sie geht an den Booten vorbei. Ihr Tuch wird vom Wind aufgeweht und sie nimmt es ab. Sie bleibt stehen und ordnet ihr Haar, und das Tuch in ihrer Hand flattert. Wenn die blaue Frau auftaucht, muss die Erzählung innehalten. In Romanen wie diesen schreibt man natürlich nicht binnen weniger Wochen oder Monate. Du hast 8 Jahre an dem Roman Blaue Frau geschrieben, und wie ich vorhin erwähnte, du hast ja auch quer gearbeitet. Du hast andere Arbeiten, du hast zum Beispiel im Literaturinstitut in Leipzig unterrichtet. Du warst gerade erst aus Helsinki zurück, wie wir gleich erfahren werden, und du hast übersetzt. Du hast in dieser Zeit Lucia Berlin übersetzt, du hast Virginia Woolf übersetzt, und es sind beides Frauen, die Missbrauchserfahrungen haben. Virginia Woolf ist von ihrem älteren Bruder vergewaltigt worden, Lucia Berlin von ihrem Großvater. Wir haben damals Lucia Berlin, sie ist schon tot, vorgestellt, die Erzählung bei Archa erschienen, hast du, wie ich finde, unfassbar gut übersetzt. Was ich sonst noch so verpasst habe, heißen diese Erzählungen, die dort erschienen. Es sind autobiografische Erzählungen dieser Autorin, und Lucia Berlin durchlebt in einer dieser Erzählungen, wie ihr Peiniger, der Alte, einen Zahnarzt, sie auffordert,
zieh mir bitte meine letzten Stümpfe. Er hat schon sein Gebiss vorbereitet, was auf einer Konsole liegt. Und es ist der Moment, man hat in dem Moment, in dieser Etappe dieser Erzählung längst verinnerlicht, dass zwischen diesen beiden das Verhältnis alles andere als gut ist. Und Lucia nimmt keine Rache. Ich habe natürlich, es ist autobiografisch, dann noch verwebt in Fiktion, war es beim Lesen für mich wie ein Erlebnis und ich habe es regelrecht abgespeichert. Während du an einem Roman wie Die blaue Frau schreibst, dessen eine Handlungsebene sich, wie wir gleich erfahren werden, wirklich mit Missbrauch beschäftigt, übersetzt du nun ausgerechnet Virginia Woolf und Lucia Berlin und musst ja das Gefühl haben, du kannst dem Thema Missbrauch, du kannst dich nicht wegducken, du kannst diesem Thema nicht entkommen. Hast du Momente dieses Übersetzens dieser feinen Frauen mit in den Roman genommen? Hast du gemerkt, ein Missbrauch ist niemals privat, es schwingt immer mit in die Gesellschaft, weil es ja ein Reagieren gibt oder ein Kommunizieren. Naja, das ist, hast du schön beschrieben. Also es war tatsächlich so, ich hatte nicht von Anfang an vor, Adina in diese Geschichte reinzuschreiben, also gar nicht. Ich wusste aber auch gar nicht, was mit Adina eigentlich los ist, weil die da eben in Helsinki gelandet ist und ich wusste, irgendwas ist mit ihr passiert, also als ich anfing, den Text zu schreiben. Aber es war mir gar nicht so klar, ich habe das nicht, das war nicht der Plan, sondern während ich an Adinas Geschichte gearbeitet habe, habe ich diese anderen Texte übersetzt und irgendwie wurde mir die Häufigkeit, also es ist, meine Wahrnehmung wurde plötzlich so geschärft, also wie du gerade beschrieben hast, Virginia Woolf, Lucia Berlin, dann stellte sich heraus in meinem Bekanntenkreis, ich kenne plötzlich ein, zwei Frauen, denen das auch passiert ist, also nicht unbedingt gleich bis Vergewaltigung, aber schon, dass sie Missbrauch erlebt haben und irgendwie wurde das plötzlich so groß und plötzlich kam das so nah an mich ran und ich merkte irgendwie, ich dachte immer, so wie ich aufgewachsen bin, also mir ist zum Glück das nicht passiert, das wäre so normal und plötzlich dachte ich, bin vielleicht gar nicht, ist vielleicht eher die Ausnahme. Also, und dieses Thema wurde dann so, hat mich dann irgendwie beschäftigt, weil es mich irgendwie angegriffen hat und das hat sich dann eigentlich in den Text reingearbeitet, so könnte man sagen. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und je mehr man sich damit beschäftigt, umso schrecklicher wird es ja eigentlich alles. Also ich habe mich dann auch damit beschäftigt, wie eigentlich die juristischen, also wie man juristisch mit Vergewaltigung umgeht, was in Deutschland ziemlich mickrig ist, selbst im Vergleich zu sowas wie, also skandinavischen Ländern. Also Diebstahl wird immer noch zum Beispiel schärfer bestraft als Körperverletzung oder eben auch Vergewaltigung. Diebstahl wird schärfer bestraft als Besitz ist wichtiger als Leben, das fand ich schon extrem krass. Also lauter so Sachen, die ich dann irgendwie rausfand und dann dachte ich, irgendwie kann ich mich dem, ja, ich kann, also das, ich habe gar nicht gedacht, ich habe einfach diesen Text geschrieben und es hat sich in diesen Text reingeschrieben, weil ich plötzlich davon sehr angefasst war. Natürlich muss man sich immer aufpassen, muss man auf sich aufpassen beim Lesen auch, dass man nicht zu viel hineininterpretiert. Es ist Fiktion. Aber für mich ist Lesen auch immer sich einlassen können, aber auch abstrahieren können. Es hält sich irgendwo dazwischen in der Waage und ich finde, für mich war spannend der Moment, als ich begriff, dass du Adina vor 20 Jahren das erste Mal, du hast Adina das erste Mal vor 20 Jahren vor dir. Du hast jetzt 8 Jahre an dem Roman geschrieben, es ist einfach zu lösen. Das heißt, sie hat dich im Grunde genommen erst 12 Jahre, nachdem ihr euch kanntet, ins Vertrauen gezogen und dir erzählt nach und nach, was ihr passiert ist. Und ich fand spannend, dass ich das auch für mich so natürlich für möglich hielt, dass du nicht von vornherein wusstest, auf was du dich dort einlässt und nicht von vornherein wusstest, wenn man 8 Jahre einen Roman schreibt, in welche, wann sie ins Reden kommt, was sie erzählen wird, wie es tatsächlich war. Und du hast den Roman halt nicht von vorn nach hinten geschrieben, sondern vom Ungefähren ins Mögliche und von dort aus ins Wahrscheinliche. Und das macht es für mich einen Moment, warum ich diesen Roman einfach auch so unsagbar spannend finde. Und ich mich dann im Vorfeld zur heutigen Lesung nochmal damit, so wenn auch nur kurz damit befasst habe, was du gesagt hast, dass Eigentum mehr zählt als körperliche Unversehrtheit, wie, wovon die Juristen ja sprechen. Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder psychischer sexueller Gewalt betroffen ist. Dass in Partnerschaft etwa jede vierte Frau mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt ist und das seitens ihres aktuellen oder des vorherigen Partners. Und betroffen sind, und das ist das auch so interessant, wirklich Frauen unterschiedlicher sozialer Schichten. Und ja, man kann und man muss es auch so benennen, dass 80-90% der Täter männlich sind männliche Erwachsene oder männliche Jugendliche. 10-20% sind Frauen oder weibliche Jugendliche und das bestätigen die internationalen Studien. Wann wolltest du, vielleicht wolltest du ja auch nicht, aber wann wolltest du anders sein als die Gesellschaft? Wie wolltest du anders als es die Gesellschaft in der Regel tut, mit der strukturellen männlichen Gewalt gegen Frauen umgehen in dem Roman? Wolltest du mit der Gesellschaft laufen und du wolltest ja offensichlich nicht ihr Handeln oder die Jurisprudenz das bestätigen, sondern du wolltest ja verändern. Ja, ich wollte vor allem, also ich wollte meine eigene Position irgendwie hinterfragen, glaube ich. Also auch die Frage stellen, was also man sieht ja in dem Roman, es gibt verschiedene Figuren und alle reagieren auf dieses Ereignis unterschiedlich. Also es gibt eine Schweizerin, die das so ein bisschen, also die ganz nah dran ist, die das eigentlich fast mitgekriegt haben könnte, die das dann aber so wegbügelt, also kennt man ja, ja, so schlimm kann es ja gar nicht sein und vielleicht bist du ja selber irgendwie hast du selber irgendwas gemacht, was dazu geführt hat oder jetzt reg dich erstmal ab und das klären wir schon und so weiter und das dann eigentlich so ein bisschen wegbügelt und dann gibt es Leonidas, den Adinas Geliebten, den sie ein Jahr in Helsinki hat, der sich gar nicht traut, es überhaupt zu denken, dass ihr das passiert sein könnte und das dadurch auch nicht wahrnimmt und sie kann sich ihm nicht öffnen. Also es gibt so unterschiedliche Positionen der Reaktion darauf, weil ich habe mich auch gefragt, wie reagiere ich eigentlich darauf? Also was würde ich eigentlich machen, wenn sich rausstellt, mein Bruder hätte irgendwie eine Frau missbraucht? Was mache ich da? Ja, also wie reagiere ich da? Ich würde auch erstmal sagen, nee, kann nicht sein. So, also sowas hat mich irgendwie schon sehr beschäftigt und mich hat dann auch beschäftigt, dass warum man das so als so, es ist so wie gewöhnlich, also es ist so eine Normalität erfasst, also es existiert, ich habe übrigens neulich ein sehr anschauliches, weil mit diesen Statistiken und diesen Prozenten, ist ja manchmal ein bisschen schwierig, aber ich habe neulich gelesen, es gibt europaweit weniger Leute, die Heuschnupfen haben, als Frauen, die nach dem 15. Lebensjahr sexualisierte Gewalt erlebt haben und ich meine, jeder kennt jemanden, der Heuschnupfen hat, also muss man sich mal überlegen, ja, naja. So, also dann haben mich halt so Fragen beschäftigt, wie reagieren wir als Gesellschaft darauf, wie reagiere ich persönlich darauf und warum ist die Gesetzgebung so gruselig, was das anbelangt. Und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt und ich kann natürlich keinen Roman schreiben, der jetzt irgendwie eine Kampfschrift wird oder ein Manifest oder sowas und deswegen musste ich den auch eine Weile lang zur Seite legen, weil ich gemerkt habe, da ist jetzt zu viel Wut in mir, die muss jetzt irgendwo anders hin, ich muss jetzt den Text zur Seite legen, sonst ist das keine Literatur und ich will ja einen Roman schreiben. Virginia Woolf sagt ja so schön, man kann nicht im rot glühenden Licht des Zornes schreiben, sondern muss das weiße Licht des Geistes leuchten lassen. Da musste ich darauf warten, dass das weiße Licht wieder anfängt, sich wieder anschaltet und dann konnte ich weiterschreiben. Also mich haben einfach bestimmte Fragen beschäftigt und dann habe ich überlegt, wie auch bei anderen Romanen schon, mich beschäftigen immer so Fragen, die auch das Gesellschaftliche betreffen, wie kann ich die in Literatur übersetzen? Ich finde, Literatur ist auch immer eine Chance. In deinem Fall hätte ich jetzt beinahe den Fehler gemacht, dass wir doch abstrahieren, obwohl wir ja wirklich hier konkret werden können. Wir haben Adina, wir müssen nicht über irgendeine Dunkelziffer sprechen, sondern wir haben deine bekannte Adina, die in dem Roman immer wieder unterschiedlich wahrgenommen wird. Das merkt man in der Art und Weise, wie sie angesprochen wird, wie sie bewertet wird, wenn sie tatsächlich ins Reden kommt. Sie wird mit Rufnamen Adina genannt, sie heißt bei anderen Sala, bei anderen Nina. Und bevor wir den Dritten auf der Bühne, nämlich deinen Roman, zu Wort kommen lassen mit deiner Hilfe, sollten wir vielleicht doch noch mal kurz das Personal vorstellen und sagen, warum Adina scheinbar in den Blicken anderer so viele Persönlichkeiten hat, warum sie auch jetzt als erwachsene Frau von sich immer noch in Chatforen als der letzte Mohikaner spricht, als die letzte Teenagerin ihres Ortes und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch Leonidas erklären, weil ich glaube, man kann
Adida in dem Fall nicht ohne ihn erklären. Ja, also Adina strandet ja in Helsinki, nachdem sie eben quasi eine, ja, so ein bisschen eine Irrfahrt durch Europa unternommen hat. Nein, also sie bricht auf aus ihrem Skiort, geht nach Berlin, weil sie Deutsch lernen will und studieren will, und dann wird ihr ein Praktikum in der Uckermark vermittelt, und von dort flieht sie dann, weil dort dieser Missbrauch stattfindet. Und in Helsinki ist sie eigentlich gestrandet, und dann trifft sie diesen Leonidas, sie arbeitet schwarz in einem Hotel und trifft diesen Leonidas, der immer in diesem Hotel absteigt, weil er auf dem Weg nach Brüssel ist. Der ist, kommt eigentlich aus Estland, ist ein Politikwissenschaftler, ist aber auch Abgeordneter im Europaparlament und nimmt halt immer den Weg über Helsinki, weil er da auch eine Gastdozentur hat. Und sie lernt ihn kennen, und der ist für sie eigentlich wie so eine Pause. Also ist wie so ein Luftholen, sagt sie an einer Stelle. Es ist so ein Atemholen, weil, also sie ist im Grunde, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist im Grunde immer nur nach Norden gegangen, als sie geflohen ist. Und aus dem einzigen Grund, weil es da dunkel ist. Und im Dunkeln sieht man sie nicht. Also so, gab keinen anderen Grund. Und dann landet sie da. Und mit Leonidas fängt sie wieder an, eigentlich zu sagen, ja, es geht jetzt irgendwie weiter. Und sind die ein Jahr zusammen. Und dann klappt es aber eben aus einem bestimmten Grund auch nicht. Und er ist für mich so ein Visionär. Also der hat ja so eine... Den beschäftigt was ganz anderes. Der will irgendwie die europäischen Erinnerungssysteme, also das osteuropäische und das westeuropäische, quasi versöhnen und möchte, dass man über die verschiedenen Modi sich zu erinnern an die Vergangenheit des 20. Jahrhunderts, dass man darüber viel mehr spricht und Dialog führt. Und dafür will er irgendwie beim Europaparlament werben. Und das ist so sein Ding. Und in Adina sieht er so ein bisschen auch, glaube ich, seine Jugend, weil die Geschichte von Tschechien und Estland ist nicht so ganz verschieden, wenn man so will. Da gibt es irgendwie eine Verbindung natürlich. Vielleicht hören wir sie an der Stelle einfach mal. Adina, die Frau, die immer wieder Anlauf nimmt, die Stationen ändert, ihre Arbeitsplätze ändert, sich auf Sprache einlässt. Sie ist eine Frau, die weiß, dass sie sich kein Theater leisten kann. Eine Frau, die sehr präzise sein muss, damit sie auch verstanden wird. Ja, es ist eine, die auszieht und das Fürchten lernt auch irgendwie. Sie ist ja in dieser Helsinkier Wohnung, wie gesagt, aber keine Angst, die kommt am Ende, die blaue Frau hilft dabei, sie kommt aus dieser Wohnung schon noch auch raus dann. Aber im Moment ist sie da noch, und sie ist von Leonidas weggelaufen, und warum, kriegt man vielleicht so ein bisschen in diesem Abschnitt mit. Die Schnapsflasche ist zu einem Viertel geleert. Viro Valge steht in weißer Schrift auf blauem Grund. Darunter streckt die Frau, die ins Signalhorn stößt, das Horn in die Höhe, in Richtung Flaschenhals. Das ist der Himmel. Der Schnaps in der Flasche ist farblos, astreiner estnischer Wodka. Cleansing, hat Leonidas gesagt, wenn du ihn wie Medizin einnimmst. Jetzt ist er dunkel wie die Küche, beinahe schwarz. Sie trinkt noch einen Schluck. Er kann ihr nichts anhaben. Draußen ist Nacht und Viro ist unübersetzbar, ein Eigenname von der gleichen Transparenz wie die Flüssigkeit. Und wenn sie diese Flüssigkeit trinkt und der Schnaps durch ihre Adern rinnt, wird sie ebenfalls transparent. Sie wird durchsichtig werden. Durchsichtig ist eine Form des Unsichtbarseins. Sie trinkt, das ist die Nahrung. Auf das Flachdach gegenüber trommelt Regen, schwarze, lautlose Rinnsale spült das Licht der Peitschenlampen die Tapete hinab. Sie kann sich nicht erinnern, wann es angefangen hat. Vielleicht regnet es schon lange. Es regnet, seit sie an der Tür war. Das Klingeln an der Tür muss das Geräusch des einsetzenden Regens übertönt haben. Der Mann, der im Treppenhaus stand, war ein Fremder. Er war ein Nachbar, der den Hausaufgang bewacht, damit sich niemand belästigt fühlt. Keiner gestört wird in diesem Plattenbau, in den die Menschen nach Büroschluss zurückkehren, um ihren Feierabend ungestört auf den paar Quadratmetern zu verbringen, die sie sich leisten können. Die Stimme auf der Treppe war die eines Unbekannten. Es war nicht die Stimme des Mannes, der Leonidas angesprochen hatte auf dem Empfang im Schloss. Es war nicht der, der zu Leonidas gesagt hatte, »Mein Freund, Sie haben ganz Russland gegen sich.« Dieser Empfang, der in einem prächtigen Saal mit Kronleuchtern und Ölgemälden und langen, reich gedeckten Tafeln stattfand, Anfang September, als überall Bouquets aus frischen Blumen standen, an einem Abend vor kaum einer Woche. Nicht einmal eine Woche ist es her, seit sie Leonidas verlassen hat. Sag das nicht, Zahler, wie kannst du sowas einfach so sagen? Warum fragst du nicht, wie ich sowas tun kann?
Eine schwarze Limousine hatte sie damals abgeholt. Sie hatte vor dem Haus gehalten und ein Nachbar kam auf die Straße gerannt, den Rasierschaum noch am Kinn, um das prachtvolle Auto aus der Nähe zu sehen. Der Chauffeur, der ausgestiegen war, trug eine elegante Uniform, Sonne glänzte auf dem schwarzen Lack seiner Schuhe, hatte geglänzt, plusquamperfekt, vollendete Zeit. Vollendet, aber nicht makellos. Die Zeit hat sich bloß erledigt, sie ist abgeschlossen, für immer vorbei. Dabei ist es nicht lange her, ein paar Tage. Der September fing gerade erst an. Er hatte noch die volle sommerliche Kraft, der September dieses Jahres, nicht des letzten. Ein Septemberanfang, der jetzt in eine menschenleere Monatsmitte übergegangen ist, in der es nur sie gibt und die Spinnen im Balkonregal. Leonides hätte das nie zugelassen. Er hätte das nicht erlaubt. Wäre es nach ihm gegangen, wäre sie immer noch dort, in seinem Apartment, das bezahlt wird von der Universität. Sie säße am Kamin oder an der Kücheninsel, wo sie besonders gern am Morgen im ersten Licht gesessen hat. Aber es geht nicht länger nach ihm. Die Limousine hatte sie zum Rathaus gebracht in diesem schon verlöschenden Sommer. Das Rathaus befand sich in der Nähe des Bahnhofs. Zwei steinerne Kolosse bewachten den wuchtigen Palast. Der Wind hatte schon einen eisigen Kern, aber auf der Freitreppe wärmte die Sonne, die Kleider leuchteten, Sprachen schwirrten um sie herum und Leonides zu Ehren trug sie ebenfalls ein Kleid, ihr einziges aus einem Secondhand, das von einer berühmten Designerin stammte. Die Teilnehmer der Tagung kamen aus ganz Europa. Leonides sollte in seiner Sektion die Keynote-Speech halten, aber erst am nächsten Tag. Der Empfang war eine Gelegenheit, zusammen auszugehen. Vielleicht würde nach dem Essen sogar getanzt, hatte er zu ihr gesagt, weil er bis zum Schluss fürchtete, sie könnte doch noch einen Rückzieher machen. Leo, mein Lee, mit seiner Strahlkraft und einem Selbstvertrauen, das von einer bruchlosen Karriere kam. Er war der Gesandte einer jungen Republik, was ihn zusätzlich beflügelte, und da ging auch sie beschwingt neben ihm die Stufen hinauf. In der Schlange vor der Garderobe tauchte eine Aktivistin auf, eine von vielen, mit denen Leonides ständig über Telefon oder E-Mail in Kontakt stand. Sie war lebhaft, sprach schnell und mit Nachdruck, warf beim Lachen den Kopf zurück und schaute sich als Einzige und schien sich als Einzige nicht an den Dresscode zu halten. Statt Abendgarderobe trug sie Jeans und ein eng anliegendes weißes Hemd. Da sind sie wieder alle, die Retter der Welt. Jeder mit dem erhebenden Gefühl, der Wichtige zu sein. Was für ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Christina. Im Gedränge war Adina einen Schritt zurückgeblieben und er drehte sich zu ihr um. Mit Christina habe ich mal jede Menge in Gang gesetzt. Wir haben uns bemüht, sagte Christina. Wir haben viele Stempel auf viele Dokumente geknallt. Wir haben einiges abgestempelt. Und was kommt dabei heraus? Abende wie dieser, ein Schaulaufen, für das sich alle wahnsinnig aufbrezeln. Und du hast auch nicht am Spiegel vorbeigeschaut. Typisch, macht die schlechtesten Komplimente und kriegt trotzdem die schönsten Frauen. Leonides lachte. Seit sich deine Interessen verlagert haben, Christina, gibt es niemanden mehr, der mich auf meine Fehler aufmerksam macht. Christina schien eine der Frauen zu sein, die ihm gefielen. Was nicht schlimm war, dachte Adina, sie gefiel ihr auch. Sie fühlte sich leicht. Der Empfang ähnelte den Empfängen im Hotel, nur waren viel mehr Menschen da. Und diesmal war nicht sie es, die den Wein ausschenkte. Leonides hielt ihr manchmal vor, dass sie Menschen gegenüber argwöhnisch war, aber diesmal wäre sie nicht argwöhnisch. Diesmal gäbe es eine Insel. Eine Insel aus Leonides, dieser Christina und ihr. Wie ich dich kenne, musst du ganz viele Leute treffen. Natürlich, sagte Leonides, und du hast davon profitiert. Wenn ich glauben könnte, das wäre von Nutzen, würde ich weiter mit dir Dokumente wälzen, gab Christina zur Antwort. Nur leider führt das nicht zu einem Happy End. Wie kommt es, dass uns die Vergangenheit oft besser erscheint? Die Vergangenheit ist besser, sagte Christina, denn sie ist vorbei. Jemand drängte sich dazwischen. Sie hatte sagen wollen, dass es eine wahre, aber auch eine falsche Aussage war, denn für eine gute Gegenwart galt sie nicht, kam aber nicht mehr dazu. Sie hat mich zur Politik zurückgebracht, sagte Leonides, als Christina in der Menge verschwunden war. Sie ist eine gnadenlose Aktivistin, eine, die auf Barrikaden geht, was man ihr nicht ansieht. Aber sie ist garantiert da, wo die Erde brennt. Rock'n'Roll Christina haben wir sie manchmal genannt. Im Rathaussaal mit hohen Decken und holzgetäfelten Wänden waren lange Tafeln mit silbernen Pfannen und Schüsseln voller Obst und Tiramisu aufgestellt. Sie ließ sich das Glas von einem der vielen Kellner füllen
Und da raunte Leonidas ihr zu: Entschuldige mich kurz, ja, ich muss jemanden begrüßen. Entschuldige mich kurz, sagt sie in der Stille der Küche. Sie hebt die Schnapsflasche hoch zum Salut. Ich muss jemanden begrüßen. Sie reißt die Kühlschranktür auf. Aus der Kälte schlagen ihr grelles Licht und Zwiebelgeruch entgegen. Schön, Sie zu sehen, sagt sie, als käme aus dem Kühlschrank jemand auf sie zu. Als käme der Mann auf sie zu, der sich hinter ihrem Rücken genähert und irgendwo dort Leonidas die Hand geschüttelt hatte. Sie haben gut hergefunden? Seelmann, old chap, ruft der Mann in ihrem Rücken. Ich dachte, Sie beehren uns mal im Zentrum in Berlin. Wie Sie sehen, kämpfe ich stattdessen mit den Hürden der finnischen Sprache. Für Sie als Erste doch ein Klacks. Gibt es nicht eine enge Verwandtschaft mit Ihrer Muttersprache? Das Verstehen gelingt, hörte sie Leonidas sagen. Vom Beherrschen kann aber nicht die Rede sein. Trinken wir ein Glas? So gern, so gern. Anfangs hatte ich sogar Probleme, mir die finnischen Straßennamen zu merken. Unser Gedächtnis setzt erst ein, wenn uns die Aussprache der Worte vertraut ist. Sie stellt die Flasche in den Kühlschrank. Die Kälte kracht auf ihren Handrücken, trifft auf den Schmerz im Gelenk, schlägt über ihr zusammen. Sie weiß, dass sie jetzt stillhalten muss, standhalten, dass sie sich auf keinen Fall umdrehen darf. Gewöhnlich erinnern wir uns an das, was uns nützt, sagt Leonidas. Wir meiden den Schmerz. Der Schmerz sinkt ins Dunkel, wird zu Dunkelstellen der Geschichte. Oder wie Leonard Meri, unser erster Präsident nach Abzug der Sowjets, so treffend sagte: Alle reden vom Tod des Kommunismus, aber keiner hat seine Leiche gesehen. Sie haben sich nicht verändert, sagt der Mann in ihrem Rücken. Noch immer derselbe kluge Kopf. Ihre Empfehlung, mein lieber Seelmann, ist für unser Exilprogramm von unschätzbarer Bedeutung. Ach, ich bitte Sie, sagte Leonidas. Eines haben Sie aber übersehen. Ihren Mut, natürlich, mein Freund, Sie sind mutiger geworden. Ganz Russland ist gegen Sie. Der Mann in Ihrem Rücken räuspert sich. Und das ist es, dieses Räuspern, an dem sie ihn erkennt. Das Räuspern würde sie immer wieder erkennen. Die Erde brennt. Aber die Frau, die da ist, wo die Erde brennt, stößt nicht ins Signalhorn. Sie ist nirgendwo zu sehen. Sie hält die Kühlschranktür fest. Sie umklammert die Tür, die die Tischkante ist, die der Tisch mit dem makellosen weißen Tuch und den Tellern und das Tischende ist, das ihre Hände ertasteten, um sie von dort hineinzustoßen in den Saal, den sie schwankend durchquerte, in einer Richtung, in der die Stimmen leiser wurden. Eine Richtung, die gut war, in die sie gehen konnte, die sie beibehalten musste, denn sie führte von diesem Deutschen weg. Lassen wir die Politik, hörte sie Leonidas in der Ferne sagen. Kommen Sie, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Sie ging weiter, immer am Schwanken entlang, im Hals das Schlagen, das ihr die Luftröhre verschloss. Sie hörte nicht auf zu gehen, die Schultern angezogen in der Erwartung, dieser Mann würde jeden Moment vor sie hintreten. Ganz höfliches Interesse. Dann aber würde das Erkennen sein Gesicht durchzucken, ein ironischer Blick zu Leonidas, dessen Gesicht noch immer gleich war. Es zeigte nur dieses Leuchten, das entstand, wenn er sich gut fühlte, wenn alles gut lief. Ein Leuchten, das jetzt noch stärker geworden war, weil er soeben ein Geständnis gemacht hatte, sich bekannt hatte zu ihr, diesem Deutschen gegenüber, ausgerechnet ihm. Leonidas war weit weg, aber dann lag seine Hand an ihrer Taille. Er stand hinter ihr. Sie war an eines der großen Fenster geraten und vor dem Portal unten kamen immer noch Gäste an. Sie drängten ins Schloss. Sie spürte seine Hand, ihren leichten Druck und schaffte es nicht, den Kopf zu heben. Sala, sagte Leonidas leise, nicht jetzt, er ist ein wichtiger Multiplikator. Das ist das letzte Wort, das sie ihn sagen hört, Multiplikator. Wenn die blaue Frau auftaucht, ist immer Zeit. Es ist Zeit, das trockene Schilf zu betrachten, die raschelnden Halme, die Blütenrispen wie Standarten in den Wind gestellt und den Blasentang, der mit den Wellen herantreibt. Der Wind bläst den Tang in Richtung Strand. Sie hat es nicht eilig. Als die Sonne in flachen Strahlen durch die Wolken bricht, legt sie schützend eine Hand über die Augen. Es ist, als wäre sie schon lange hier. Als wäre sie schon da gewesen, bevor es die Boote und den Hafen gegeben hat. Ich sage ihr, wie ungewöhnlich unsere Begegnungen für mich sind. Die blaue Frau nimmt die Hand herunter. An den Fingern trägt sie keinen Schmuck. Sie möchte wissen, was gewöhnlich für mich bedeutet.
Adina weiß genau, dass es nicht leicht ist, sich die Gegenwart abzugewöhnen. Letzten Sommer wollte sie eine Aussage machen, hat es dann aber doch sein gelassen. Leonides, von dem wir gerade hörten, der kam ihr dazwischen. Sie dachte, er sei die bessere Alternative. Sie nannte ihn Leon, Lee, mein Leben, aber das gefiel ihm nicht, weil er sagt, all das wäre vergleichbar mit einer Selbstaufgabe, mit Selbstverachtung, wie er es nannte. Und er wünschte sich zwar ein Zusammenleben, aber jeder von beiden sollte das eigene Leben weiterführen. Leonides ist ein Treiber, Leonides ist ein Macher, Leonides ist jemand, der die Welt verändern möchte. Wenn jemand von hinten die ganze Zeit so pusht und drängelt und schubst, hätte Adina nicht schon viel früher aktiver werden können oder vielleicht auch müssen. Warum hat sie sich stattdessen mit der Beziehung betäubt? Ding ist ja, dass er sie gar nicht bedrängt. Also er bedrängt sie nicht körperlich und so weiter, ja, aber ich glaube, wenn man die ganze Zeit mit jemandem zusammenlebt auf engstem Raum oder auch den Alltag verbringt und man merkt, derjenige ist immer auf dem Sprung, ist auch immer bereit der ist in ständiger Reaktion und nie abwarten, was ja Adina vielfach ist, weil sie weiß, sie wird nicht ernst genommen, ihr wird Lügen unterstellt, sie ist ja, in sich selbst verheddert. Das weiß sie da noch nicht so richtig, aber ich glaube, sie hat ein Problem, sich zu öffnen. Wenn sie anfängt, darüber zu reden, wird sie nur noch so wahrgenommen, ist ja auch furchtbar. Also, sobald sie anfängt, ihm das zu erzählen, dann sieht er nur noch dieses Ereignis erstmal und damit muss man ja auch erstmal irgendwie klarkommen. Also sie kann das eben nicht so einfach erzählen. Und er ist wahnsinnig beschäftigt, er hat so sein eigenes Ding, er ist ja total engagiert. Und er würde das gar nicht, also man kann es ja nicht so einfach glauben. Also er würde sowas nie vermuten. Und er lässt ihr auch, und das finde ich eigentlich sehr angenehm an Leonides, er lässt ihr auch den Freiraum. Also er bedrängt sie auch nicht, indem er irgendwie dauernd irgendwelche Fragen stellt oder so. Er ist EU-Abgeordneter und er ist nicht für die Finanzen zuständig, sondern er ist Menschenrechtler. Sondern er muss also im Grunde genommen Antennen für das haben, was genau neben ihm auch vorgeht. Es gibt eine spätere Szene, da wirft sie ihm genau das vor, dass er Hände schüttelt, die er besser lieber nicht geschüttelt hätte. Aber sie trifft ja keinen Fleischer, weißt du? sondern sie trifft einen Menschenrechtler. Und ich dachte, Mensch, da ist jemand wirklich, der vielleicht eigentlich auch schon beruflich geeicht ist und geeignet ist, ihr Brücken zu bauen. Und Das ist ja auch so ein ungestümer Kerl. Ja, also im Grunde habe ich auch wieder gedacht, Mensch, was für eine wunderbare Chance. Ja, das ist niemand mit einem Schweigegelübde. Das ist niemand, der im Stillen arbeitet. Ja. Aber ich finde, das ist ja gerade das Tragische, also dass er eigentlich der gerade prädestiniert ist dazu, sowas sozusagen verstehen, wahrnehmen, sich da irgendwie stark machen zu können, dass er genau da den blinden Fleck hat, wo es ihn persönlich betrifft. Also das macht ja dieses Verhältnis tragisch. Ja, natürlich. Also na klar, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich ein schmachtender Leser war in dem Moment. Ja, aber ich habe trotzdem für mich gehofft, weil natürlich ja auch da eine Projektionsfläche ist, bitte trigger in ihr irgendetwas, was sie dann wirklich ins richtige Reden bringt. Spannend an dem Roman ist, du hast schon 4 Jahre an ihm geschrieben, als die MeToo-Debatte aufflammte. Der Weinstein-Skandal begann 2017. Wie hat die MeToo-Debatte über sexualisierte Gewalt dein Schreiben verändert? Hat er sich in gewisser Weise auf deinen Roman ausgewirkt, ihn vielleicht sogar verändert? Ich dachte nur, es wird ja endlich mal Zeit. Also ich war irgendwie ganz eigentlich froh, dass da groß drüber geredet wurde. Wobei natürlich in den USA und Skandinavien da viel mehr drüber geredet wurde als in Deutschland. Also es hat irgendwie das Schreiben eingeholt, aber es hat es eigentlich nicht wirklich verändert. Es hat es nur bestätigt, dass es offensichtlich ein Problem gibt, was vorher nicht breit diskutiert wurde. Und ich dachte auch, es ist richtig gut, es ist offensichtlich, also jetzt mal übertrieben formuliert, nicht nur mir aufgefallen, natürlich ist es auch schon anderen vorher aufgefallen, aber es wurde ja noch nie irgendwie in die Öffentlichkeit groß, in dem Sinne so breit getragen. Ich kann nicht sagen, dass es das Schreiben irgendwie direkt beeinflusst hat, vielleicht hat es indirekt was getan, dass der Roman tatsächlich zu Ende kam, weil es sah zwischendurch auch so aus, als würde es Probleme geben, den überhaupt zu Ende zu schreiben, aber dann tauchte diese Figur der Christina
im vierten Teil nochmal, die kommt hier nur ganz kurz vor, die kommt dann am Ende nochmal richtig stark, die kriegt sogar eine eigene Perspektive. Weiß ich nicht, vielleicht hat MeToo irgendwas damit zu tun, dass Christina umso stärker wurde, aber das kann ich jetzt, das kann ich selber nicht sagen. Wie so viele andere Romane hat natürlich dieser Roman auch verschiedene Handlungsebenen. Und diese eine große Handlungsebene ist natürlich der Missbrauch und den Umgang mit diesem Trauma von Adina. Und der zweite große Handlungsstrang, die große andere Ebene ist wirklich, die hast von dir kurz angesprochen, dieser Aussöhnungsversuch zwischen dem Osten und dem Westen. In Europa, gibt es immer noch diese zwei Kräfte. Wir befinden uns zu einem Großteil des Romans in Helsinki, in Finnland. Du hast zu der Stadt, zu dem Land ein besonderes Verhältnis. Du warst die erste Writer in Residence in Helsinki. 2017 bist du dann dort nochmal eingeladen worden seitens des Goethe-Instituts. Du warst dort Stadtschreiberin. Wenn man sich so auf Europa anguckt und einfach nur so versucht, so im Schnelldurchlauf die letzten 100 Jahre zu durchlaufen, natürlich aus deutscher Sicht muss man sowas vielleicht belächeln, wenn man sowas sagt, aber wenn man jetzt gesamteuropäisch guckt, ist Finnland auch ein Land oder neben vielleicht Deutschland ein Land mit den gravierendsten Veränderungen, einfach schon vor dessen, man muss sich vorstellen, dieses Land ist im Augenblick so groß wie die Bundesrepublik, aber dort leben nur 5,5 Millionen Menschen. Diese Menschen leben auf einer Fläche, das ist grenzt an, das ist schon fast luxuriös, und dieses Land gehörte sehr, sehr lange natürlich auch zu Russland. 1917 löste es sich von Russland, es gab immer wiederholt Grenzverschiebungen zwischen der späteren Sowjetunion und Finnland durch den Winterkrieg, durch die Beteiligung im Zweiten Weltkrieg. Und bei dem Zusammenbruch der Sowjetunion stürzte vor allem Finnland in eine große Sinn- und eine große Wirtschaftskrise. Und seit 1995, und deswegen ist Leonidas ja auch so ein wichtiger Kern, seit 1995 ist Finnland ein vollständiges Mitglied in der EU. Also das klingt ja so, als würde ich jetzt negativ, und Finnland war auch das erste Land in Europa, und übrigens, in dem es das Frauenwahlrecht gibt, und so, das muss man dann auch mit benennen. Aber es war schon immer anders, also durch diese, wenn man auf Europa guckt, es liegt wirklich, wenn man natürlich, man guckt ja nach oben, nach unten, dann liegt es schon ganz schön mittig. Es ist keine wirkliche Demokratie, es nennt sich eine parlamentarisch-demokratische Republik. Das Staatsoberhaupt hat lange Zeit, bis vor wenigen Jahren, wirklich die Außenpolitik autark regeln können. Dieses Land ist aus unserer EU geschulten oder aus unserem EU-Empfinden ein Land, was sich noch in deutlich andere Richtungen entwickeln kann. Es gibt dann viele Möglichkeiten. Und nun, dass Adina ausgerechnet dieses Land wählt, was für einen Neustart, ein Land, in dessen Sprache sie nicht eintauchen kann, wo sie weiß, sie bleibt isoliert, sie spricht kein einziges Wort Finnisch. Genau dieses Land, was sie eigentlich umschließt wie ein Kokon, sie im Grunde genommen unbeweglich macht, schafft genau das Gegenteil. Plötzlich bricht in ihr dieser Gedanke auf, wenn nicht jetzt, wann dann, ich möchte Gerechtigkeit. Sie hätte es einfach haben können. Sie hätte zurück ins Riesengebirge gehen können. Sie hätte in ein Land oder vielleicht auch in die Uckermark, in ein Land, die Sprache, die kann sie. Warum auch plötzlich dieser Ausbruch in vollständiger Isolation? Das ist also Helsinki oder Finnland ist eigentlich der denkbar ungünstigste Fleck in Europa. Ich bin schuld. Also ich meine, ich habe sie ja dahin geschickt oder da. Also Finnland hat ja auch eine irrsinnige Entwicklung gemacht, wenn man sich anguckt, dieser Kekkonen hat 25 Jahre lang regiert, wird auch gerne der Sauna-Präsident genannt, weil er immer seine Amtsgeschäfte in der Sauna mit den ausländischen Staatsmännern in der Sauna geführt hat, was erstmal sehr witzig ist, aber wenn man sich es überlegt, ist natürlich auch ein sehr männliches Bild, also es waren natürlich nur Männer in dieser Sauna, und heute ist die Regierung, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber es sind sehr viele Frauen in der Regierung, also eine Überzahl an Frauen. Also da gab es irgendwie einen totalen Entwicklungssprung in diesem Land. Ich habe eigentlich, also mich hat dieses Land aufgrund dessen interessiert, deswegen sage ich bin schuld, weil mich hat es eigentlich interessiert, sie da hinzubringen, weil das so dazwischen ist. Also Finnland beschreibt sich selber als der Zwerg zwischen den Riesen. Also die war ja immer zwischen zwei Machtblöcken so eingequetscht. Und im Kalten Krieg hatten die eine strikte Neutralitätspolitik. Das heißt, also der Witz ist, dass sie haben weder Ost- noch Westdeutschland
Also sie hatten zu beiden deutschen Staaten gleich starke Beziehungen aufgrund dieser Neutralitätspolitik und sie hatten da zum Beispiel ein Goethe-Institut und ein DDR-Kulturzentrum. Dann haben sich immer alle Leute, die irgendwas so abkungeln wollten zwischen Ost und West, haben sich halt in Helsinki oder in Finnland getroffen. Also es stand so irgendwie so dazwischen und für Leonidas ist es wie so eine Schleuse. Also der kommt aus Baltikum, hat halt diesen osteuropäischen Hintergrund, geht durch die Schleuse Finnland und dann geht er nach Brüssel. Also es ist wie so eine Übergangsstation oder sowas. Und mir ist halt, also ich fand total interessant, als ich da dieses halbe Jahr an dem Wissenschaftskolleg war, dass die Ausrichtung eben auch sehr stark, also sowohl in den Westen, aber auch sehr stark nach Nordost- und Ostmitteleuropa geht und dafür da auch ein ganz anderes Verständnis dafür da ist, dass es eben diese zwei völlig verschiedenen zeitlichen Dimensionen des Erinnerns gibt. Und von daher ist einfach Helsinki für mich dann auch als Handlungsort irgendwie entscheidend geworden, weil ich habe plötzlich gemerkt, das hat natürlich auch was mit meiner eigenen Geschichte zu tun, also in der DDR aufgewachsen. Mein Erinnern ist sicherlich auch ein anderes als das westdeutsche Erinnern. Nicht in diesen Dimensionen, wie das jetzt für die Osteuropäer hat, also vor allem auch für die Balten, die ja von den Sowjets irgendwie hochterrorisiert wurden und in Lager gesteckt wurden und umgebracht wurden und was weiß ich alles. Und Leonidas sagt, während im Westen die Rosinenbomber landeten, wurden halt bei uns die Leute irgendwie ermordet. Und da kann man konnte sich im Grunde erst seit 91 darf man sich überhaupt erinnern an diese Zeit? Vorher durfte man nicht mal das für wahr halten, was man selber erlebt hatte, wenn es nicht in die Ideologie passte. Man erinnert sich an eine viel längere Diktaturzeit, also zwischen 1940 und 1991 ist natürlich viel länger als die westliche Erfahrung vom Faschismus. Naja, und diese Zusammenhänge haben mich interessiert und dafür ist einfach Finnland geeignet. Also das ist einfach ein perfekter Ort dafür. Es gibt es von heute oder bis heute weitgehend durchgehaltene tatsächlich Schweigelübde über das Nichtsprechen, was vor 91 passierte. Also ich wollte, und es ist mir so ein großes Anliegen, dass dieser Roman wirklich so ein unfassbarer Wurf ist. Also das sage ich jetzt nicht, weil du hier sitzt, sondern es ist wirklich so ein unglaublich intelligentes, wirklich durchdachtes, durchdekliniertes Buch, ohne dass es spröde wird. Es ist auf eine unfassbare Weise einfühlsam, aber es ist halt nicht gefühlsduselig, es ist einfühlsam. Für mich dachte ich gerade, weil du einfach, es war für, aus meiner Sicht halt gerade kein Versehen, dass du Finnland als Handlungsort gesucht hast, es war auch kein Zufall, ja, sondern für mich gesehen, und du schreibst es an dieser Stelle ganz schön, es gibt einfach noch kein international anerkanntes Tribunal, wie nach 45 vergleichbar mit den Nürnberger Prozessen, was das kommunistische Unrechtsregime angeht und die Verbrechen dieser Zeit. Und es wäre eigentlich an Finnland, weil es einfach durch diese Singularstellung, also nicht nur geografisch, sondern durch diesen immer wieder durchgegangenen Wandel in der Zeit ist, dass es schon fast wie ein zwar Austragungsort, aber auch als mit der Objektivität genommen. Ja, aber das ist natürlich super heikel, weil Russland ist ja gleich nebenan und da muss man erstmal Putin dazu bringen. Also das ist natürlich, das können die natürlich gar nicht machen. Die haben ja diese Bedrohungsgeschichte mit der Sowjetunion die ganze Zeit gehabt. Klar, es wäre der perfekte Ort, aber es wäre auch, also für die fast selbstmörderisch. Also es geht eigentlich nicht. Aber klar. Also ich habe das so als eine der Moral, oder als ein, wenn man Fingerzeig ist immer so negativ behaftet, aber als ein Appell deines Romans gelesen. Mhm. Wenn wir jetzt aber über Gerechtigkeit nachdenken, über Urteile, über falsches Verhalten, wäre es natürlich falsch und natürlich auch für den Ablauf dieser Lesung gänzlich falsch, ließen wir nicht noch zumindest jetzt am Ende den vermeintlichen oder den Täter sprechen. Er heißt Johann Manfred Bengel. Wir haben seinen Namen ja bisher noch gar nicht erwähnt, aber es wäre jetzt der Moment, dass wir ihn im Grunde genommen hier hinter das Pult holen und ihn zu Wort kommen lassen. Na, wir haben ihn schon gehört, er hat so gern gesagt. Der sagt immer gern, so gern, so gern. Dann lese ich jetzt einen Abschnitt, der in die Uckermark führt, weil Adina macht in der Uckermark dieses Praktikum, was ihr eine Berliner Fotografin vermittelt hat. Und da gibt es ein im Entstehen begriffenes Kulturzentrum, das sich dem Austausch zwischen Ost und West verschrieben hat und ein Raswan Stein, der aus der Uckermark kommt, der Unternehmer ist, der dieses Kulturzentrum ins Leben rufen will,
Nur leider fehlen ihm so ein bisschen die Fördermittel und dann setzt er halt alle Hebel in Bewegung und zieht diesen, ich muss sagen, westdeutschen Berliner Kulturpolitiker an Land, der zu ihm in die Uckermark kommt, und für den gibt Razvan Stein so ein sehr, ja, ein großes Gelage, und das lese ich Ihnen einfach vor. Wie geht es Ihnen, Nina aus Russland, sagte Johann Manfred Bengel am Abend, als er neben ihr am Esstisch saß. Ich weiß nicht, mit Russland kenne ich mich nicht aus. Kein Grund zum Leugnen, ich liebe die Russen, nichts gegen Polen, so nett. Oder nice Friedensgrenze, alles Slawische ist mir lieb, ehrlich und ursprünglich, aber richtig authentisch war nur die SU. Auf dem Tisch lagen Jagdmesser, die dazu da waren, Scheiben von den großen Speckschwarten zu schneiden. Was bin ich bei euch rumgecruised, Nina? Die Neva, Opa Lenin, die Weißen Nächte, die Ukraine, Kornkammer der Sowjetunion, das Schwarze Meer. Johann Manfred Bengel nahm sich eines der Messer und legte den Daumen prüfend an die Klinge. Alles aus tausendjährigem Stahl. Der Weg zum Mond führt über die Karlsbrücke. Er betrachtete die Klinge und auf der Klinge sein wackelndes Spiegelbild. Einstein war der Meinung, wer zum Mond will, biegt beim Kleinseitener Brückenturm einfach links ab, sagte sie, denn sie hatte sich vorbereitet. Sie wusste, wie Razvan Stein bei solchen Gelegenheiten auftrat. Er hatte immer jede Menge Informationen und unterhaltsame Fakten zur Hand, damit sich seine Gäste nicht langweilten. Und sie hatte extra im Computer im unteren Büro ein paar Dinge nachgeschaut. Johann Manfred Bengel wischte die Klinge an der Tischdecke ab und stieß die Messerspitze in einen Brocken Feta. Hatte schon immer eine Schwäche für Väterchen Frosts Vielvölkerstaat. Sie war irritiert. Ich meinte Prag, die Karlsbrücke. Bengel nickte. Die Brücke über die Moldau zum Hradschin, fügte sie sicherheitshalber hinzu. Die Tschechoslowakei war ja keine Sowjetrepublik. Reinlassen wolltet ihr uns nicht so gern, sagte Johann Manfred Bengel und steckte sich den Feta in den Mund. Aber war man erst mal hinter dem eisernen Vorhang, Nina, stand der Personenzug erst mal auf der größeren Spur. Aber das muss ich Ihnen nicht sagen, das weiß niemand besser als Sie, sagte er kauend. Darf ich du sagen? Ich darf doch du sagen. Niemand weiß besser als du, wie das war, wenn man mit harten Dollars aufkreuzte. Mit der richtigen Valuta, das war bei euch was wert. Die Flügeltür ging auf und unter Geraune und Beifall wurde ein Tablett hereingetragen. Auf dem Tablett lag der Kopf des Lamms. Zwei der Jungen vom Vormittag hatten den Spieß mit dem gegrillten Tier geschultert. Sie trugen ihn feierlich an den Gästen vorbei und Johann Manfred Bengel schob sich eilig ein zweites Stück Feta in den Mund. Razvan Stein hatte keine Musik eingelegt, aber aus der Eingangshalle erscholl Gesang. Die Jungen trugen den Tierleib zum Ende des Tisches und setzten ihn vorsichtig auf einer bereitstehenden großen Blechpfanne ab. Vor Razvan Stein stand der Kopf. Er begann, die Augen sorgfältig aus den Höhlen zu lösen. Er benutzte ein feines Messer und machte kein Geheimnis aus seinen Handgriffen. Er erklärte, dass man die Muskelstränge hinter den Augen nicht verletzen durfte und wie man die Ohren kappte. Ein Ohr bekommt selbstverständlich unser Ehrengast, aber jedes Schaf hat zwei. Es gab Gelächter. Teller wurden herumgereicht. Darauf lagen große Stücke Fleisch und über dem Klappern des Geschirrs und dem Klirren des Bestecks war die Männerstimme in der Eingangshalle zu hören. Dann schlug jemand seinen Löffel ans Glas und es wurde still. Ich bin ja nur ein Rädchen im großen Getriebe, sagte Johann Manfred Bengel und stieß seinen Stuhl zurück, als er sich erhob. Der Kultur und ihren kreativen Köpfen wird zwar nachgesagt, das Nervenzentrum der Gesellschaft zu sein, aber die Schaltstellen sind ganz woanders. Er nahm sein Glas. So nett, sagte er und hob das Glas in die Runde. Was für ein wunderbarer Ort mit ganz wunderbaren Menschen. Eine von ihnen hatte ich gerade schon die Gelegenheit, näher kennenzulernen. Johann Manfred Bengel schaute Adina an und prostete ihr zu. Dann sah er zu Razvan Stein, der am Kopfende des Tisches ebenfalls mit dem Glas in der Hand aufgestanden war. Du willst hier was bewegen, mein lieber Razvan, etwas gestalten. Du willst ein Zeichen der Kultiviertheit in die Wüste tragen, unsere Fahne in diesem wunderbaren, wilden Land errichten und es urbar machen. Das erkenne ich an, meine Hochachtung. Weg vom kommunistischen Raubbau hin zur demokratischen Kulturlandschaft, peu à peu, er räusperte sich. Wie sagte neulich mein Freund der Außenminister, er hob das Glas höher, mir wird schon einfallen, wie wir dich verlinken. Razvan Stein und Johann Manfred Bengel stießen mit sehr viel Luft zwischen den Gläsern an. Dann bedankte sich Stein. Bitte lang zu, nimm dir, was du möchtest.
Er machte eine Geste, die das Erkerzimmer umfasste, den wuchtigen gedeckten Tisch, die Politiker aus Stettin, die Jungen, das Lamm und wie sich zeigte, war auch der Sänger in der Eingangshalle darin eingeschlossen, der in einer viel zu schweren schwarzen Anzugjacke in diesem Moment das Erkerzimmer betrat. Hinter ihm her kam eine dunkel gekleidete Frau. »Ich habe mir erlaubt, anlässlich deines Besuches ein kleines uriges Ständchen zu organisieren. Unser Kulturbotschafter schätzt das Authentische.« Raswan Stein nickte dem Sänger zu, der daraufhin eine Balalaika, die er an einem Gurt auf dem Rücken getragen hatte, vor den Bauch schwang und zu spielen begann. Er sang in einer unverständlichen Sprache, die Frau neben ihm wiegte sich mit geschlossenen Augen im Takt. Als Raswan Steins Geste über Adina hinweggewischt war, hatte sie sich vorgebeugt, um darunter durchzutauchen. Das Fleisch auf dem Teller roch nach Thymian und Tier. »Wenn man weiß, was er singt«, sagte Raswan Stein, »kann dieser Teufel richtig Spaß machen. Er besingt seine Alte.« »Seit wann sprichst du die Zigeunersprache, mein lieber Freund?« sagte Johann Manfred Bengel lachend. »Pardon«, korrigierte er sich, »die Sprache der Sinti und Roma.« Als Adina zur Seite rutschte, weil sein Knie an ihren Oberschenkel stieß, traf sie seinen Blick. Johann Manfred Bengel schaute nicht mehr zum Sänger. Er hatte einen Arm lässig über Adinas Stuhllehne gelegt und seine Hand öffnete und schloss sich, wie um die Finger zu dehnen, ganz in der Nähe ihres schulterlangen Haars. »Wunderbares Lied«, rief Raswan Stein, »er besingt ihren letzten Zahn.« Die Frau hörte nicht auf, sich zu wiegen, immer einen Tick hinter dem Takt. »Er ist so schön, dein letzter Zahn, er funkelt wie ein Stern in deinem Mund.« so nett«, sagte Johann Manfred Bengel, und Raswan Stein sprang mit krachend umstürzendem Stuhl auf, und als die alte Frau lachte, weil er so tat, als würde er nach ihr greifen, um ein paar Tanzschritte mit ihr zu machen, war zu sehen, dass sie tatsächlich nur einen Zahn hatte. Adina wusste nicht, wohin mit ihrem Blick, also heftete sie ihn auf die dunklen Fenster. Bengel war bester Laune. Er hatte sich den Lokalpolitikern zugewandt. »Osteuropäer haben die wunderbarsten Geschichten, finden Sie nicht, meine Herren? Das sind Geschichtenkönner, Witz, Schwermut und immer ein anständiger Weltuntergang. Höre und lese ich immer wieder gern, so gern. Kennen Sie die tragikomischste Gestalt der russischen Literatur?« Herausfordernd blickte er in die Runde. »Ich will's Ihnen sagen, ein weiblicher Dandy, jung, lebenshungrig, originell, aber zwischen den Beinen das falsche Geschlecht. Eine Freundin Gogols und Lermontows schrieb vor etwa 150 Jahren ein reizendes Drama über diese Heldin, worauf beide Heldin wie Autorin geächtet wurden. So, meine lieben Freunde, sieht mein Beruf nämlich aus. Ich sitze an den Schaltstellen eines recht abseitigen Wissens.« Das Schafsohr lag unberührt vor ihm auf dem Teller. »Kurioserweise erzählen russische Frauen am liebsten von ihren Großmüttern. Du musst mich da aufklären, Nina«, sagte er und nahm seine Hand von ihrer Lehne. »Wenn ihr nach Deutschland kommt, fangt ihr alle an, von euren Großmüttern zu erzählen. Was ist das für eine Sache? Eure irren Storys und das irre Wissen der Großmütter. Das ist die wahre Poesie. Raswan«, rief er, »wenn du mir eine Freude machen willst, stellst du was mit Russen auf die Beine, mit postsowjetischen Künstlern«, korrigierte er sich, »systemkritische Poesie. Da könnte ich mir eine Kooperation mit unserem Haus vorstellen. Vielleicht könnte ich sogar bei den EU-Geldern was für dich drehen. Mit Blick auf Russland gibt es volle Töpfe.« »Du wirst unser Finanzminister.« Johann Manfred Bengel lachte. »Für EU-Gelder wirst auch du etliche Anträge ausfüllen müssen. Aber vielleicht wärst du sogar ein Kandidat für unser Exilprogramm.« Adina stieß die Säure auf. Die Frau neben ihr leckte an der Zwiebel, was einen der Lokalpolitiker veranlasste, ihr eine Papierserviette zu reichen. Im Erker säbelten die jungen Streifen von den Hinterläufen des gegrillten Tiers. Die Hunde kläfften fern im Zwinger. Am Ufer standen die Weiden schwarz vor dem hellen Himmel der Winternacht, auf den die leeren Augenhöhlen des Schafskopfs gerichtet waren. Und während Raswan Stein beim Nachschenken des preußischen Kümmels mit der Flasche an die Glasränder stieß, versenkte Johann Manfred Bengel die Spitze des Jagdmessers in einem neuen Brocken Feta. Er hob das Messer an, rutschte mit aufgestütztem Ellbogen auf Adina zu und hielt ihr die Klinge mit dem Feta vor den Mund. »Schnäbelchen auf«, sagte er, und räusperte sich. Wir drücken dir wirklich von Herzen und beide Daumen, dass du auf der Longlist bist, freut uns wahnsinnig und
wir glauben und hoffen, und mehr spricht man gar nicht auch, und hoffen einfach auch auf kommende Romane, auf Lesungen mit dir. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann heute spielt eine italienische Combo, und Sie haben es gerade gehört, Sie haben vielleicht Kontakte zu russischen Tanzkapellen. Wir haben die nächste Lesung nächste Woche, würde ja auch eine russische Tanzkapelle passen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie weiterhin zu unseren Lesungen kommen, weil es endlich wieder losgehen darf. Wir freuen uns, wenn Sie am Büchertisch nicht rasend vorbeigehen, sondern gemächlich schlendern und sagen, ich nehme zwei blaue Frauen. Antje Ravik-Strubel sitzt hier vorne und signiert sogar zwei blaue Frauen. Und denken Sie dran, ich hatte das Essay erwähnt, wir haben natürlich heute Abend nicht alles verraten können, was selbst in dem Essay steht. Lesen bildet. Eine Möglichkeit ist es, Sie schauen in die blaue Frau, kommen so gut in die Nacht und morgen gleich wieder zurück. Vielen Dank. Dankeschön.